Ich grüße euch, edle Damen und Herren, und heiße euch herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Kingdom Come Deliverance. Wir werden mal sehen, ob wir eine kleine Geisteraustreibung heute vornehmen können. Ich schaue noch mal gerade auf die Karte, wenn die Karte denn möchte, dass ich auf sie schaue. Da können wir vielleicht Arbeit beschaffen, ja, direkt hier nach Norden. Das ist das Haus, das da vorne müsste es direkt sein. Wahrscheinlich ist rechts der Eingang. War das die Frau des Fleischers? Echt? Also ich meine, wir haben die Blumen und alles. Ich denke, wir haben alles besorgt. Wir gucken mal, ob die Frau wach ist. Wahrscheinlich schon. Ich meine, sie wird ja von Geistern heimgesucht. Na, wir können sie nur bestehen im Moment. Das ist natürlich nicht so ganz das, was wir wollen. Oh, ja, das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, wie es aussieht. Da könnten wir noch mal zu Müller rüberflitzen. Hier ist auch noch die Nachtwache fleißig unterwegs. Wo wohnt denn der Müller? Alle hopp. Ja, hier sieht es doch so aus, als wenn jemand einen Zimmermann gebrauchen könnte, oder? Hallo, Wohnhaus. Oh, da schläft jemand. Das ist allerdings nicht der Müller selbst, sondern die Müllers Tochter Julia. Hi. Oh, no, my God, no. Let me sleep. It came from over here. Und wo ist der Müller? Ich meine, wohnt die hier ganz allein, die gute Frau, oder? Wie ist das? Gibt es hier noch einen zweiten Schlafplatz irgendwo? Oh, guck mal, sie ist wach. You've been working at the mill for a while now, haven't you? Pretty long. Why'd you ask? I heard there's a possibility of finding work here for two talented carpenters. That depends on how talented they are. I'd say they're talented enough. We'll soon see. But go talk to the miller about it, all right? Of course. Is the miller very strict? The miller isn't, but his foreman doesn't give the workers anything for free. Besides kicks and insults. Well, hopefully that won't happen. They're good men. I'll be happy if that's true. God bless. Why are you here? Bugger off. Na, weil ich Arbeit für meine Freunde suche und jetzt suche ich halt den Müller. Wo hat sich der Müller versteckt? Ich meine, hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Da könnte echt mal jemand ein bisschen anpacken, denke ich. Hört der Müller hier eigentlich zum Müller-Mafia, oder? Na, guck mal. Leave me be. I want to sleep. Ja, wollen wir das nicht alle, aber guck mal, die Sonne ist schon aufgegangen. Es wäre echt mal an der Zeit. Okay, also da kommen wir nicht drum rum, hier irgendwie noch ein, zwei Stündchen verstreichen zu lassen. Ich habe leider auch kein gutes Buch mehr zum Lesen dabei, ansonsten könnte ich die Zeit tatsächlich sinnvoll nutzen. Ich weiß gar nicht, wann die hier immer so aufstehen. Vor um 8 aber glaube ich nicht. Na, oh doch, Müller Oliver ist wach. Good day to you. Theresa, the millmaid, sent me. She said you could use some help. Some extra pairs of hands would be useful. What do you have in mind? My friends, two survivors of Scalis, are looking for work. And why should I take them? They're experienced carpenters. Oh, why not? Carpenters would be helpful. There's a lot of work here at the mill, and I'm not as spry as I used to be. Thomas, my foreman, tries his best, but he ain't up to that kind of work. But they aren't idlers and drunks, are they? I only take in people who are willing to do hard, honest work. Ja klar, sie sind praktisch ein Nachbarn. Sie leisten stets gute Arbeit. Du kennst mich. Wir nehmen mal das hier.
I'm from Scalitz, and I know them both personally. They worked in the royal mines, and their master couldn't praise them highly enough. In the Scalitz mines? That's skillful work. I'll be glad to talk to them. Tell them I'll give them a chance. We'll talk about pay and a roof over their heads when they get here. Na, das hört sich doch super an. Und wir haben eine neue Stufe erreicht. Das ist doch super. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier Tolles zur Auswahl? Alles. Kontemplation. Solange du dich nicht bewegst, bleibt deine Müdigkeit und dein Hunger unverändert. Das ist nicht so schlecht. Dorfheld, auch nicht so schlimm. Schönling. Achso, das sind wieder die Sachen, die ich hier... die ich ja nicht so geil finde, weil man da halt ein paar Punkte hier gegen ein paar Punkte woanders tauscht, was eigentlich, finde ich, nicht nötig ist. Nachtschwärmer. Ja, ich denke, dann nehmen wir tatsächlich Kontemplation. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt mit Rahumira reden können. Ist das hier der Vormann? Stimmt, oder? Der alte Thomas. Ja, ist er wirklich ein Vormann, wenn er keine Arbeiter unter sich hat? Ups. Hi. So, ich hoffe, Rahumira ist inzwischen auch irgendwie erwacht. Wer ist er denn? Die Ladenwache. Oh ja, gutes Timing, sehr gutes Timing. Oh, ist die dick. Jetzt nicht mehr. Back with the incense. Can we begin? Good. Let's go to the cross in the bedroom. War nicht letztes Mal noch geringfügig jünger? Was? Ins Schlafzimmer hat sie gesagt, oder? Well, what are you waiting for? I feel a bit out of my depth. This is my first time. Now you tell me. Well, get started. You've got the flowers, so it has to work. Well, here goes. Latein können wir nicht, ne? I command you to leave, impure satanic spirit. What do you mean by that nonsense? Alois was an upstanding Christian. I'm working here, don't interrupt. In nominate partis et filius et spirits etc. In the name of Jesus Christ, leave and never return. In the name of the Holy Spirit, may you find peace in the kingdom of God in the highest. Und, hat's schon geklappt? Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. O Lord, may he rest in eternal peace, and may eternal light guide his way. Amen. Amen. Thank you. Please, God, I can finally sleep in peace at night. Come by tomorrow to see if it worked. Morgen. Ja gut, halt morgen. Können wir inzwischen, frage ich mich, das Ding abholen? Ich habe die Nachricht schon bekommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert hat. Tag hier bleiben werde ich nicht auf jeden Fall. Hilft dabei, die Kranken und Verwundeten im Kloster zu versorgen. Das habe ich doch eigentlich schon gemacht, oder? Da ist die Seuche, der Ferseschmied. Ach hier, wir sollen noch den lustigen Schal stehlen.
Ja, dann würde ich sagen, ich mache einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich in Sassau wieder. Und guck mal, ob wir da irgendwas Vernünftiges reißen können. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann bin ich traurig. Kann ich denn hier Vollbild, so ungefähr. Ich wollte mal gucken, wo sich... keine Ahnung wo. Wir machen noch einen ganz kurzen Stopp hier bei der Mühle, würde ich sagen. Das heißt, ich folge einfach diesem wunderbaren Pfad hier. Immer Richtung Westen. Und dann sehen wir uns bei der Mühle wieder. Denn dahin ist ja angeblich auch der Vorarbeiter gegangen. Weil da der Gerüstbauer war, der irgendwie diesen Streich gespielt hat oder was auch immer. Da von der Klosterbaustelle, ihr wisst schon. Das machen wir. Da sehen wir uns also gleich wieder. Und schon sind wir an der Mühle. Zwischendurch habe ich noch einen Dieb aufgehalten. Diesmal hatte der tatsächlich einen Silberring gestohlen. Aber ich habe ihn diesmal auch eingeholt, bevor der Dorfbewohner ihn eingeholt hatte. So, dann reden wir mal mit dem guten Mann hier. My respects to you. Is there any work you could give me? That depends. Maybe you haven't noticed, but we've got a bit of a problem. I'm listening. We've got a Cuman captive we pulled out of the river. Oh. I've an idea what to do with him, but I need a little help. I have my own plans for him, but I need a bit of help. How did you do it? It's not every day a miller's helper catches an enemy of the crown. That's true. My hands will be more than happy to tell you how they caught him. I'll help you. I've got some unfinished business with the Cumans. I'm guessing you're from Skellitz, then. I am. Very well, then. I plan to question the bastard and find out where he hid all the plunder he's been taking. Oh, okay. I'm guessing you want to return all that loot to its original owners. Very funny. So, are you going to help me or not? All right. I'll get it out of him. Do you speak Hungarian? No, I don't. Then you won't get anything out of him. But if you want to help, you can. A little down the river is a mill. The men said there's a vagrant there who swears in Hungarian when he's playing dice. You could go there and find out if he knows any more than curses. Okay. All right. I can handle it. Thanks. Das hört sich interessant an. So, have you found the vagrant? Not yet, but I'm working on it. All right, but hurry. I'd like to get that heathen off my hands. Ein Heuerling. Hm. My respects to you. I've come to ask about that Cuman. Ask away. How did you manage to catch him? It's not like I underestimate you, but I can only assume he was armed. God be with you, Henry. Aye, he was. But he had a bit of bad luck. I went for water in the morning, and all of a sudden I saw a man on a horse riding through the ford. Halfway down the ford, the horse got wild and threw him into the water. I waded in and pulled him up on the shore. And then I realized he was a Cuman. Luckily for me, he'd hit his head and was out cold. So I dragged him into the bar. Okay. And what plans do you have for him? What do I know? The miller told me to guard him. You'll have to ask him what he's got in mind. All right, I'll ask him. Interesting. So, aber eigentlich, ach so, vielleicht hat er sich aber auch in der Sägemühle versteckt. Der andere Typ, keine Ahnung. Ich dachte, der Gefangene müsste hier sein. Scheinbar nicht. Ja, wahrscheinlich hinter der verschlossenen Tür, oder? So, dann würde ich sagen, werfe ich mal einen Blick auf die Karte, wo wir hin müssen für diese wunderbare Quest. Sägemühle. Ach, da oben? Nee, das ist aber... Ist das eine Sägemühle da oben? Aber eine andere Mühle sehe ich hier gar nicht am Fluss.
Ich befürchte beinahe, wir werden auch das beim nächsten Mal machen müssen. Weil es nämlich schon wieder quasi soweit ist. So, ich nehme mal das hier raus und... Wo ist denn das andere? Sprachbarriere. Finde den Übersetzer. Tatsächlich, das ist da oben. Dann steigen wir da nämlich beim nächsten Mal ein. Heute gucken wir noch einmal in den Kodex rein, würde ich sagen. Küchen. Küchen hört sich gut an. Die mittelalterliche Küche unterschied sich, je nachdem, ob man Speisen auf dem Land, in Städten oder bei Hofe genoss. In früherer Zeit wurde alles draußen zubereitet. Später, zur Zeit unserer Geschichte, baute man Öfen mit her, die sowohl als Heizung als auch als Kochstelle dienten. Manche Küchengebäude waren mit einer offenen Feuerstelle ausgestattet. Der Rauch zog über kleine Fenster und Essen ab. Die sogenannten Rauch- oder Rußküche waren Gebäuden wie Tavernen, Mühlen, Pfarrhäusern und Herrenhäusern vorbehalten und erhielt ihre Bezeichnung aufgrund der rußgeschwärzten Wände. Yay! Ja, also ne, man sieht hier offenes Feuer und dann irgendwo ein Loch im Dach und dann hatte man da halt eine Menge von dem Qualm da drin. So, für heute war es das, edle Damen und Herren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hoffentlich den Übersetzer gefunden haben. Macht's gut, bis dann, gehabt euch wohl.